Na bitte, dann nimmst du die Kelleck, schneidest du unten ab, schön abschrubben, Schale dran lassen, viele Vitamine dran und auch viel Geschmack. Und dann nimmst du das Buntmesser, das chinesische. Und dann kannst du die Onkelchen runterschneiden. Und dann kommen die in die Schwiegermutter Eisenbratenpfanne, wenn die Paprikas fertig sind. Und dann hast du schönes, leckeres, geröstetes Kelleck-Gemüse in der Haus. Ha? So geht das. Musst aber den Knoblauch noch in Öl einlegen. Ja, Mann. Den neuen Knoblauch auf den alten drauf. Dann hast du konfiert mit ordentlich Olivenöl drin. Ja, ganz, ganz wenig mache ich nur noch mit dem anderen Öl. Ich kaufe nur noch Olivenöl. Oder ich brate auch mit Kokos. Gute Sache. So, hier noch jetzt hier. Zeig nicht alles. Onkel, so muss es? Ja, genau so muss es. Pelle abmachen. Rauchzeichen, Onkel? Ja, Mann! Rauchzeichen! Balkan-Style! Ja, Onkel, ich hab's wirklich wieder getan. Ich hab die kleinen Kumpels hier bei Rossmann 1,50. Du kannst damit wunderbar Soßen machen, du kannst auch Salate mit verfeinern, du kannst das Hühnchen mit Beizen einlegen. Heute gibt es Basmati-Reis? Ja, es gibt heute Basmati-Reis. Mit dem persischen Reiskocher, wie denn sonst? Ordentlich Gemüse rein und hier Buchweizenmehl. Also, ich komme 4 Tage mit einer Packung aus. Ich esse jetzt weniger Brot, außer das Brot, was ich im Bioladen kaufe, wenn es juckt. Und probiert mal Buchweizen-Püfferchen aus. Hier einfach einweichen, 2, 3 Stunden vorher. Ihr könnt Körner drin machen, was ihr wollt. Hier Würze. Ich mache immer noch ein bisschen Paprika scharf mit rein, Pfeffer und Salz mit dazu. Ihr könnt aber auch hier trocknete oder frische Zwiebeln machen, Oliven, Kapern. Ihr könnt reinmachen, was ihr wollt. Ja, Paprika ginge auch. Na, den Onkel, ja, heute gibt's Hühnchen mit einem ordentlichen Salat und Basmati-Reis. Ich habe schon 2, 3 Monate keinen Reis mehr gegessen. Ich hoffe, es ist eine große Packung. Das war hier nur zum Überbrücken. 4 € bei Rossmann. Nicht verkehrt. Na, dann schauen wir mal. Schauen? Schauen ist nicht kosten. Hast du recht. Ich will das ganze Gewürzspektrum. Na denn, einen schönen Mittwoch für alle Gemüsekumpels und Gemüsefreunde. Warst du bei Rossmann, ja? Ja, ich habe mit der App heute rumgefummelt. Die Madame an der Kasse war spitzenmäßig. Wir haben gegackert und gelacht. Sie hat mir das Plunder noch gesucht, was ich nicht gefunden hatte. Und ich denke, die Eichhörner werden mit dem Bruch auch gut klarkommen. Mit der Schale, das mögen sie nicht. Die wollen die Walnüsse immer verstecken, wenn der Winter kommt. Knoblauch? Ja, Mann, Knoblauch. Ich gehe morgen wieder unterwegs auf der Suche nach neuen Talenten. Ha? Damit es klappt mit den Talenten. Na, den Onkel, ab ins Olivenöl damit. Was kosten die Beeren? Ein Stück 1 €. Gurkensalat? Ja, kannst du ordentlich rumgurken. Zum einen viel Wasser, wenig Kalorien. Zum zweiten, wenn du Augenränder hast, so wie ich sie nicht habe, dann musst du öfter ein bisschen Gürkchen essen. Was kostet das Gürkchen? Hier 0,620 für 2,16 €. Diese Gürkchen sind best of the best. Ja, nicht zu sülzen. Ayran, 1 Liter, 1,29. Was ist jetzt hier los? Hier Bioprodukte? Bist du Bio? Ich war schon immer Bio. Ich habe Dinkelzwieback geholt für die Eichhörnchen. Ich kann nicht immer nur Nüsse rinschmeißen. Musste auch mal. Hab auch eine Möhre geholt. Die muss ich noch schneiden.